Leute, Pokémon Schwert und Schild steht quasi vor der Tür. Also, ich meine wirklich, es ist quasi vor der Tür. FBI, open up! Und die Pokémon Company dachte sich so, ey, O-Zero, wir haben gesehen, auf deinem Kanal läuft's ja gerade nicht so gut, ne? Hier hast mal einen Zahltag, einen deftigen Zahltag. Und Leute, dieser Zahltag, Leute, ich will mal sagen, der hat sich gelohnt. Die Pokémon Box Mauzi V-Max Special Collection haben sie mir geschickt und ich bin sehr, sehr gespannt, sehr, sehr gehypt und freue mich über diese wunderbare Box. Leute, eine der ersten V-Karten hier in Deutschland, ne? Leute, in Deutschland oder auch in England oder halt auch Portugal, Spanien. Frankreich. Titze Ruftam ist toll, hahaha. Eigentlich überall, wo diese Box erschienen ist. Freut mich sehr. Also, ich habe echt Bock darauf. Ist eine Special Collection. Das Mauzi hatten wir ja auch in Pokémon Sonne und Mond als Download. Und jetzt halt auch in der Giga Dynamax Form. Und dieses Ding geht einfach von Small to. Boom! Ja, Leute, und diese Box werden wir heute öffnen. Wie gesagt, danke nochmal an die Pokémon Company fürs Zusenden der Box. Vielen Dank, Leute. Ich hoffe, die Pokémon Company bringt uns wie immer Pack-Luck dementsprechend. Ihr kennt die Methode. Karton. Pokémon Jutsu. Okay, das war Fail. Yeah. Oh yeah. Wir öffnen das Ganze. Heute mit 4 Buchstaben an der Zahl. Wir holen die Promokarten raus. Boop. Okay, das war knapp. Räumen das Plastik beiseite. Haben die wunderbare Giga Dynamax Mauzi-Karte hier. Wunderschön. Und wir haben 4 Boosters. Leute, erstmal ein Code. Gönnt euch den, ne? Falls ihr haben wollt. Snackt euch den. Ich hoffe, ihr habt ihn gesehen. Da. Okay. Okay, okay, okay. Aber wir haben hier erstmal Mauzi V-Max. Mit einem komischen Zeichen hier auf der Münze. Goldenen Augen. Und es ist super lang. Und es hat 300 KP. Entwickelt sich aus Mauzi V. Giga, Münzring, 200 Schaden und zieht 3K an. Das ist, glaube ich, recht in Ordnung, würde ich behaupten. Das ist recht in Ordnung. Vor allem mit der super Beschleunigungsenergie. Sehr geil. Ist eine komplette Full Art, die man hier drin hat. Also, Leute, super, super nice. Die wunderbare Zeroth-Time-Matte. Falls ihr euch die gönnen wollt, Leute, könnt ihr euch gerne anmelden. Link in der Videobeschreibung. Und erstmal anmelden. Nicht kaufen. Ist nur anmelden, Leute. Ne? Also, wir werden davon 500 drucken. Oder halt bestellen und dann werden die Ende Februar ankommen und dann könnt ihr euch die gönnen. So wird's laufen, so wird's laufen. Ja, Mauzi V und Mauzi V Max. Sehr, sehr nice. Und wir haben Weltne Wandel. Weltne Wandel. Bund der Gleichgesinnten und warum auch immer Sonne Mond. Warum auch immer Sonne Mond. Ich mag die Edition zwar, aber Leute, sie ist vor 3 Jahren erschienen. Vor 3 Jahren. Stellt euch vor, ihr macht eine Brotdose auf. Und, Leute, da kann was Gutes drin sein, ne? Da kann was Gutes drin sein. Aber nach 3 Jahren, da ist eigentlich nichts mehr Gutes drin. Da kann eigentlich nichts Gutes drin sein. Dementsprechend weiß ich nicht, ob ich hier was Gutes erwarten soll oder nicht. Arboretos, nicestes Pokémon. Nice Karte. Wir geben nochmal einen kleinen Zoom hier. Wir haben den Pokéball. Wir haben Granbull. Wir haben Rubble. Wir haben Alolanda. Dratini. Sankabu, was, ja, ein Loch in der Mitte hat. Bubungus. Mabula. Und ein Hariyama. Mit Oberschenkelmuskeln. Oh yeah. Das war jetzt ein Schuss in den Ofen, würde ich fast behaupten. Aber Leute, wir haben Welten im Wandel. Ne, wir wollen, dass Glurak haben. Und by the way, Leute, ich habe hier noch ein komplettes Dizzy von Welten im Wandel. Wollt ihr davon ein Beat the Box haben? Gerne in die Kommentare damit. Ne, ich bin offen für alles. Also falls ihr Bock habt auf ein Beat the Box von Welten im Wandel, Leute, haut mal in die Kommentare rein. Ne, so einfach geht das. Wir haben Flamada. Roller Skaterin. Wir haben Pipi. Ponita. Ponita. Canivana. Lampi. Azurel. Tür geht zu Lillys ganze Kraft und Smogmog. Wow. Komm schon, wir dürfen hier nicht komplett rausgehen. Wir müssen jetzt. Ein ihr seht es zuerst Pack machen. Das bringt immer Glück. Dementsprechend. Code beiseite. 1, 2, 3, 4. Und jetzt. Ihr habt's gesehen. Ich hoffe, das war was Gutes. Man hört keine schlechte Musik. Ich hoffe, ihr hört gute Musik. Blaus Taktik, los! Switch die Musik zu. Musik. Die Musik zu Blaus Taktik. Barschuft, Knitz, Bummels, Drifloon, Araqua, Shadrago, Shadrago!
War die rare. Oh, wow. Oh, wow. Ich bin im Zelt. Ich bin im Zelt. Leute, let's pack. Komm schon, Mauzi. Mach doch einmal in deinem Leben etwas richtig. Und schenke uns eine, wenigstens eine gute Karte. Wir haben einen Superfänger. Der ist nice. Superfänger ist immer noch eine 30, 40 Cent Karte. Ich hoffe, dass wir hier trotzdem noch einen guten Pull bekommen. Geronimatz, loink! Krankenhieb des Schreckens mit Mauzi V-Max. Mauzi ist als hartnäckiges kleines Pokémon mit einem mürrischen Gemüt bekannt, das voller Tricks steckt und stets ins fragwürdige Machenschaft. Ja, Leute. Die Box war jetzt nicht so gut. Aber Leute, wisst ihr was? Ich hoffe, im nächsten Video wird es besser laufen, wo das Weltenwandel die sie öffnet. Schalte da gerne ein, ich bin raus, verabschiede mich und ich sage Outro. Miauts, genau!